Crunch. Boah, Leute, und viele von euch haben sich mal wieder ein Tipps und Tricks Video gewünscht und heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach eure Zielgenauigkeit verbessern könnt, sprich mit diesen Übungen bekommt ihr auf dem schnellsten Weg besseres Aim. Und zwar hat Fortnite jetzt mit dem neuen Halloween Update in der Spielwiese diese Automaten im Süden von Loot Lake platziert und mit diesen kann man verschiedene Minispiele spielen und unter anderem auch sein Aim ziemlich gut trainieren. Und wie man das am effektivsten macht, werde ich euch jetzt zeigen. Am besten ihr geht dorthin, holt euch von jedem Automaten eine so eine Kapsel und auf dieser Kapsel ist schon diese Zielscheibe drauf. Also lasst euch am besten von jeder Sorte einen raus. Hier den grünen nehmen wir auch noch mit, dann hier einmal den blauen und einen lilanen gibt es auch noch. Der goldene ist nicht vorhanden, also nehmen wir hier die ganzen Sachen auf und haben insgesamt 4 Stages, die wir uns jetzt aufbauen werden. Ihr müsst auch gar keine Waffen mitnehmen, ist gar nicht schlimm, wenn ihr keine habt. Aber schlagt euch am besten ein paar Materialien am Anfang ab. Einfach, dass ihr euch hier hochbauen könnt und dann platziert ihr das ganze Teil. Und so sieht hier die erste Stage aus von diesen Zielübungen. Und ihr braucht wie gesagt keine Waffen, weil hier an den Automaten bekommt ihr diese Waffen. Und wir werden das jetzt direkt hier weiterbauen und uns diese 4 Stages aufbauen. Und dann werde ich euch zeigen, wie ihr das Aim am besten trainieren könnt. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über ein kostenloses Abo sehr freuen. Hier Nummer 2. Dann geht es hier direkt weiter mit der Nummer 3. Und hier oben haben wir die Stage Nummer 4 und die geht wirklich schon sehr, sehr weit. Allerdings werden wir jetzt erstmal mit der ersten Stage anfangen und ihr könnt euch natürlich auch verschiedene Trainingseinheiten zurechtlegen, wie ihr trainieren wollt und was ihr trainieren wollt. Ich gebe euch gleich mal ein paar Beispiele, ich werde euch jetzt nur das Prinzip kurz zeigen. Hier könnt ihr euch eben Waffen wählen, ich würde sagen, ihr nehmt erstmal eine Pump. Die nehmt ihr auf jeden Fall mal mit. Dann könnt ihr auf jeden Fall noch eine Diege mitnehmen. Ist auch sehr gut zum Aim-Trainieren. Und wir können uns hier vorerst nochmal eine AR rauslassen. So, jetzt haben wir diese 3 Sachen am Start. Diese Automaten sind umsonst, deswegen braucht ihr auch keine Waffen. Und wir werden jetzt mal die erste Zielübung inszenieren. Ihr müsst einfach hier dieses Feld betätigen. Und dann seht ihr, hier spawnen die Dummies. Und an denen könnt ihr eben euer Aim trainieren. Wechselt am besten immer zwischen der Diegel und der Pump. Und dann versucht diese First Shot Accuracy auszunutzen, um auf den Kopf zu treffen. Und so gehen die dann auch ziemlich schnell down, wie ihr seht. Und spawnen dann eben auch sofort wieder. Und das macht ihr eben immer so weiter und ihr werdet dann immer schneller. Und ihr könnt eben jetzt auch noch einen draufsetzen und wirklich verschiedene Trainingseinheiten machen, was ich schon angesprochen habe. Nämlich zum Beispiel nur Double Deagle oder AR Single Shots. So, hier haben wir schon direkt den ersten Platz auf Gold Rekord geknackt. Das war jetzt die erste Stage, hier bewegen sich die Ziele noch nicht, das ist noch nicht wirklich schwer. Wir gehen jetzt direkt mal zur zweiten, da wird es ein bisschen spannender. Da laufen wir rüber, ist ja alles schon wunderschön aufgebaut hier. Bei der zweiten Station werde ich jetzt meine Trainingseinheit machen, an der ich nur AR Single Shots trainiere. Das heißt, mit dieser First Shot Accuracy könnt ihr eben am besten eigentlich euer Aim trainieren, weil da müsst ihr wirklich genau drauf sein, weil die Kugel ja bekanntlich auch genau dahin geht. Und jetzt bewegen sich die Ziele schon, seht ihr es? Und dann könnt ihr wirklich immer versuchen, die Headshots reinzubekommen. Ich würde hier echt nur auf den Kopf gehen, weil auf den Körper. Außer wenn ihr jetzt wirklich noch ein richtiger Anfänger seid, dann geht lieber mal nur auf den Körper. Aber ansonsten würde ich wirklich den Kopf fokussieren und dann immer kurz auf diese First Shot Accuracy warten und dann direkt abdrücken. Oh, 3 Headshots hintereinander, jawohl. Ihr müsst eben immer auf die richtige Höhe aimen und das ist dann wirklich schon wie im echten Game eigentlich, weil sich ja auch die Charakter dort bewegen. Hier haben wir jetzt nur einen dritten bekommen, aber habe ich auch ein bisschen später angefangen. Aber es geht ja auch hier gar nicht um die Platzierung, es geht einfach nur um diesen Übungseffekt. Was auch noch wirklich eine sehr gute Übung ist, ist einfach mit 4 Deagles hier zu arbeiten. Also die auch immer zu wechseln, weil so bleibt ihr auch wirklich warm und die Headshots gehen wirklich mit der Deagle auch rein. Ihr braucht nur diese First Shot Accuracy, ist aber wirklich gar nicht so einfach. Ihr seht es, also auf die Range und nach jedem Schuss wechselt ihr am besten einfach die Deagle. Ihr müsst eben jedes Mal warten, bis dieses Fadenkreuz zusammengeht und dann habt ihr eben diese First Shot Accuracy. Also ich kann es euch mal zeigen, ich glaube aber, das weiß jeder von euch. Ihr müsst einfach nur auf diese Mitte achten. Wenn diese 4 Striche jetzt wirklich aneinander liegen, geht die Kugel auch direkt dahin, wo ihr zielt. Und wenn ihr dann wirklich mal richtig gutes Aiming habt und wirklich an dem Punkt seid, werdet ihr auch keinen Treffer mehr verfehlen mit dieser First Shot Accuracy. Auch wenn ihr den hinten am Anfang gar nicht trifft, Leute, trainiert einfach und wartet auch immer wirklich auf den perfekten Schuss. Also schießt nicht die ganze Zeit hintereinander, sondern wartet wirklich, bis ihr drauf seid und dann drückt ihr ab. Das ist wirklich der beste Weg, das Aim zu trainieren. Wenn ihr da nur auf Hektik und schnell macht, dann werdet ihr es auch nicht schaffen. Aber ihr seht, ich bekomme schon gute Treffer rein.
Zwar nicht alles Headshots, aber es geht schon klar. Und wir werden jetzt direkt mal zur dritten Stage gehen, da werde ich euch auch noch was zeigen. Natürlich könnt ihr hier auch irgendeine Sniper wählen und da mal ein bisschen euer Aim trainieren, wenn ihr euch da noch nicht sicher genug fühlt. Aber ich sag euch gleich, also Snipen auf bewegende Ziele hier ist echt nicht so easy, einen Headshot hinzubekommen. Und nimmt dann am besten einfach 5 Snipes mit und zieht die Sache damit durch. Und bei dieser Stage, seht ihr es, diese Dummies laufen jetzt sogar rum. Also sie sind frei beweglich, aber bleibt am besten hier hinter der Absperrung und versucht es von hier ein bisschen. Das ist jetzt wirklich schon ein sehr hohes Level. Allerdings sind sie viel einfacher, wenn sie eben geradeaus auf euch zulaufen, als wenn sie jetzt so laufen. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber die Treffer sitzen gut drin. Und als nächstes werde ich euch noch was zeigen. Ihr könnt hier auch ein bisschen das Bauen und das Editieren üben. Macht es am besten so, dass ihr spielt wie mit echten Gegnern. Die laufen ja hier unten rum und ihr könnt zum Beispiel hier mal kurz aufeditieren, wieder zu editieren, einen Schuss so machen, direkt wieder irgendwie eine Platte bauen oder sowas. Und da werdet ihr auch ein bisschen sicherer mit dem Bauen. Es ist ja auch wichtig, immer den Highground oben zu behalten. Das ist einfach auch nicht schlecht. Immer einen Schuss abgeben, sofort eine Platte drüber bauen und der Gegner kann euch ja dann eigentlich nicht mehr anhitten, wenn die Platte dagegen ist. Versteht ihr? Also wenn die dazwischen ist, meine ich. Da könnt ihr eben auch ein bisschen rumspielen und so noch ein paar Taktiken verbessern von euch. Und jetzt geht's auch schon an die allerletzte Stage, Leute. Wir werden jetzt die allerhärteste machen. Und sie ist wirklich gigantisch. Ich habe sie mir hier oben errichtet und das ist wirklich schon ein enormer Abstand da auf die Ziele. Vielleicht wenn wir die jetzt mal mit einer Sniper oder sowas versuchen. Oder wir könnten natürlich auch die First Shot Accuracy nutzen oder wie sie auch immer sich nennt. Ich weiß es bis heute noch nicht, wie man sie korrekt ausspricht und ich vergesse es auch immer wieder. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein paar Snipes mitnehmen, würde ich mal sagen. Jagdgewehr können wir auf jeden Fall auch noch einpacken. Und vielleicht mal die Sniper, einfach von allem so ein bisschen was. Die Teile, diese Treppen können wir hier eigentlich wegbauen, weil das hält sich hier alles mit Raketen überm Boden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal diese letzte Übung und gucken, was uns hier erwartet. Direkt mal die Sniper rausholen. Okay, also ein Laufender und ein, der steht. Der, wo steht, ist da easy. Und der im Laufen. Okay, der Schuss ging daneben. Den habe ich gehittet. Da könnt ihr natürlich auch echt gut trainieren mit dem Jagdgewehr, weil jetzt einfach den Bullet Drop berechnet ihr ja schon direkt mit ein. Hier haben wir nochmal einen Headshot. Ah, der Laufende ist echt schwer mit dem Jagdgewehr, muss man sagen. Aber gerade so übt ihr es, Leute. Ein 14er Hit habe ich dem hier gegeben. Was ist da denn los? Ich mache hier 14er Headshots oder was? Da könnt ihr eben die Höhe dann noch ein bisschen besser abschätzen. Ich werde das mal mit der Autosniper machen. Ich denke, da geht es um einiges mehr ab. So, gucken wir mal. Sofort rein in Scope. Jawohl, Double Headshot. Spawn Trap. Okay, das ist schon, man sollte schon so ein bisschen trainieren, wenn man hier hin und her geht, weil sonst hat der Übungseffekt hier auch gar keinen Sinn, wenn man den hier die ganze Zeit spawntrappt. Weil der bleibt auch immer kurz stehen, seht ihr das? Der ist wirklich ganz schön tricky, der Typ hier hinten. Jetzt habe ich ihn aber. Leider kein Headshot, aber ich habe ihn einmal. Na komm, okay, nochmal ein Treffer und nochmal ein. Und den hätten wir auch noch gehittet. Und wenn man wirklich von der ganz harten Sorte stammt, macht man dieses Spiel jetzt noch mit der Deagle. Und mit dieser First Shot Accuracy kann man die Ziele sogar relativ gut auch hitten, wenn man eben echt gutes Aim hat. Aber das ist wirklich Millimeterarbeit, Leute. Ich hit hier fast jeden Schuss. Aber ich muss mich gerade auch echt konzentrieren, dass die hier... Ah, der bleibt sogar kurz stehen. Ne? Das ist halt raffiniert gemacht. Oh, komm schon. Jawohl. Andere Liege kurz. Oh, sehr gut. Oh... Leider ein verfehlt, aber die 4er-Hits sind auf jeden Fall am Start mit der Deagle. Und so könnt ihr eben immer verschiedene Trainingseinheiten machen. Wie gesagt, ihr könnt auch Single-Tappen, zum Beispiel mit der AR, da gibt es ja auch diese First-Shot-Accuracy. Die Deagle ist halt auch wirklich nicht schlecht zum Trainieren. Gerade auch mit dem Waffenwechseln und so weiter, um da ein bisschen sicherer zu werden mit der ganzen Sache. Und wie gesagt, mit den Snipes könnt ihr hier auch perfekt üben an der letzten Station. Ich muss sagen, das Spiel mit den Deagle macht mir eigentlich wirklich am meisten Spaß. Ihr müsst hier auch immer gucken, dass ihr nicht direkt vor dieser Uhr da rumsteht, weil wenn ihr vor der Uhr rumsteht, dann behindert das enorm eure Sicht. Und genau, das ist jetzt wieder an der ersten Station. Da machen die Ziele natürlich nichts. Fangt am besten hier einfach mal an und trainiert ein bisschen. Das macht auch mit den Double Deagles sehr viel Spaß. Und man kann auch wirklich zielsicherer werden. Wenn man einfach die ganze Zeit abwechselt, ist es immer ein Lernfortschritt hier.
Jawohl, 4120 Punkte hier mit den Deagles gerissen. Auf so viel Entfernung wie hier oben machen die eben viel weniger Schaden. Da machen die echt nur 7er Hits, aber ist auch im Endeffekt egal, diese Rekorde. Ihr müsst einfach nur euer Aim trainieren. Und wie gesagt, ihr könnt euch dann einfach immer so einen Trainingsplan machen. Auch einfach zum Aufwärmen, bevor ihr dann richtig in die normalen Runden reingeht. Zum Beispiel bei der ersten Station nur mit den Deagles arbeiten, wie ich es gerade gemacht habe. Und bei der zweiten dann irgendwie mit der Pump und der Deagle. Einfach ein bisschen variieren. Ihr könnt auch mal eine Maschinenpistole nehmen. Oder was natürlich auch besser ist, 4 Maschinenpistolen. Und damit einfach die ganze Zeit durchsprayen und versuchen mal wirklich auf dem Feind drauf zu bleiben. Auch wenn er weit weg ist, könnt ihr trotzdem wirklich gute Treffer da landen und die wechselt ihr dann einfach auch immer durch. Macht hier einfach schön viele verschiedene Trainingseinheiten und Übungen, Leute, und ihr werdet sehen, euer Aim wird sich sehr schnell verbessern. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich über ein kostenloses Abo sehr freuen. Über ein Like würde ich mich allerdings auch sehr freuen. Ich finde es wirklich eine sehr coole Funktion von Epic Games, das jetzt ins Spiel eingebaut zu haben. Weil man dort beim Üben einfach auch nicht die ganze Zeit stirbt und da stört einen keiner. Kann man sich chillig machen und einfach ein paar Zielübungen hier vollbringen. Mit der Pistole natürlich gibt es auch die First Shot Accuracy. Da könnt ihr es echt auch ganz gut üben, weil die ziemlich schnell wieder fertig ist. Oder einfach mit der AR, wie ihr wollt, Leute. Das war's mit dem kleinen Trainingseinheiten-Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royale.